Liebe Leute, Corona ist nicht vorbei. Wir hatten am 14. Juni 14 Erkrankte. Wir haben heute 156 Erkrankte. Das ist das Zehnfache. Deshalb, die Lage ist besorgniserregend. Kein Anlass, Panik zu verbreiten, aber ich appelliere an Sie alle, behalten Sie Disziplin. Das heißt, nutzen Sie die Masken, bewahren Sie die Abstände. Das gilt in der Öffentlichkeit, das gilt aber auch im privaten Familienfeiern. Abstand halten ist das Gebot. Die Zahlen, die wir zurzeit haben, resultieren nicht zuletzt aus solchen Familienfeiern. Und ich will niemandem verbieten zu feiern. Aber ich möchte an Sie appellieren, bewahren Sie den Abstand, halten Sie sich Corona-konform. Wenn wir das nicht tun, insofern haben wir es selbst in der Hand, dann werden wir nicht daran vorbeikommen, auch hier im Kreis Mettmann wieder Einschränkungen durchzusetzen, die niemand haben will. Ich am allerwenigsten. Und deshalb mein Appell an Sie, Corona ist nicht vorbei und halten Sie Abstand, waschen Sie sich die Hände und ziehen Sie im Geschäft, aber auch da, wo es eng wird, wo Leute sich in der Öffentlichkeit treffen, Ihre Maske auf. Sie verhalten sich damit vorbildlich.